Wodurch können wir den Respekt untereinander wieder stärken? Wodurch können wir den Respekt untereinander wieder stärken? Schau mal. Ja, das ist eine gute Frage. Und auch da, warum kommt es so weit, dass Respekt verloren geht? Das kann sein, durch eine lange Vorgeschichte, weil jemand immer wieder verletzt wurde. Auch da, wenn einmal der Respekt in einer Beziehung verloren ist, es kann sein, eben weil Fehler gemacht wurden. Aber da ist ein Unterschied, wie man einen Fehler macht oder ja, um was es geht. Weil Fehler kann man verzeihen. Es kann immer sein, du fragst deinen Partner, ja, hast du das und das erledigt, hast du das gemacht oder wie auch immer. Ja, und einer empfindet es als Vorwurf, weil er denkt, machst du mir jetzt einen Vorwurf, hätte ich das jetzt erledigen sollen? Es hat viel auch mit Selbstwert zu tun. Man kann gemeinsam wachsen. Und wichtig ist, immer wieder über alles miteinander reden. Und wenn ich für mich selber Respekt gegenüber mir selber empfinde, erst dann, und wenn ich mich selber gern habe, erst dann kann ich das auch einem anderen Menschen gegenüber. Ich kann nicht 200 Kilo sein und mit dem Lift hochfahren und in meinem Fitnesscenter sitzen und dann den Leuten erklären, wie sie Fitness machen sollen. Also Stichwort authentisch sein. Wie kann ich Respekt gegenüber Tieren empfinden, wenn ich Tiere hasse und Tiere schlage oder Tiere quäle? Geht nicht. Also wie kann ich Respekt, komm gleich dazu, wie kann ich Respekt zum Beispiel anderen Männern als Mann gegenüber empfinden? Das ist ja kein Klischee, aber schau mal, bei den Frauen Zickenkrieg, weil sie sich untereinander nichts gönnen. Dabei sollten Frauen genauso zusammenhalten, wie Männer zusammenhalten sollten. Und genauso, also wie geht Respekt verloren? Weil, Beispiel, Frau oder Mann, diese Probleme in der Beziehung, die es überall gibt, nach außen tragen zum Beispiel. Diese Energie ist nach außen getragen. Was passiert dann? Kommt irgendeine Feministin oder ich, und Einflüsse kommen von außen. Das ist nicht deren Beziehung. Das heißt nicht, und ich muss es wieder betonen, weil es so ein empfindliches Thema ist, das heißt nicht, dass man nicht mit einer Freundin sprechen kann oder nicht mit einem Freund sprechen kann. Aber das bedeutet ja, wir können die Dinge nicht selber regeln. Ja, das kann man alles machen. Aber, und dann ist es wichtig, wenn ich mich selber respektiere, kann ich auch mein Gegenüber respektieren. Und wenn ich mich selber liebe, kann ich auch mein Gegenüber Liebe schenken und respektieren. Also, natürlich kann der Respekt verloren gehen oder man kann Streit haben und wie auch immer. So, ist egal. Aber wenn der Respekt einmal verloren ist oder wenn die Frau den Respekt vor ihrem Mann verloren hat und umgekehrt, muss man doch fragen, wie konnte das so weit kommen? Was ist passiert oder Schlimmes passiert, dass du deinen Partner nicht mehr respektierst? Und wenn du siehst, wie die Leute miteinander umgehen, wie die oft draußen schlecht über ihren Partner sprechen, dann kann sehr, sehr oft, sehr viele Leute, dann kannst du nicht nach Hause gehen und deinen Partner respektieren. Kannst dein Unterbewusstsein nicht überlisten. Es funktioniert nicht. Das heißt, diese Energie ist dann da. Also, und ich denke, deshalb ist es das eben, was auch die wirklich die älteren Menschen, die lange zusammen sind. Respekt ist im Grunde das Wichtigste überhaupt in einer Beziehung, dass man sich gegenseitig respektiert, bedeutet auch, kann man und viele Leute passen halt einfach nicht zusammen. Man kann nicht erzwingen und einfach mit, das bedeutet nicht, dass der eine jetzt schlecht ist oder der andere schlecht ist. No. Die meisten Leute machen sich etwas vor. Du kannst, wenn du irgendwo in einem Gartenrestaurant im Sommer sitzt und beim Wandern, ja, dann siehst du Paare, die dort sind, zu zweit oder ja, zu viert, also Paar, die am Wandern sind.
Und dann siehst du, wenn du das beobachtest, der Mann sagt, ja, die bestellen was zu essen, natürlich was Ungesundes, deshalb sind die auch ungesund. Und dann sagt der Mann, ja, gibst du mir mal mein Portemonnaie? Und umgekehrt, die Frau wollte das Portemonnaie. Und dann siehst du, wie der Mann das Portemonnaie nur so zur Mitte rüberstreckt. Also das heißt, sie muss fast vom Stuhl aufstehen, um, ja. Und dann siehst du, da sind ganz klar tiefe Spannungen. Und man will sich bestrafen, man will den anderen bestrafen. Auch wenn es so kleine Dinge sind, subtil, weil sie nicht glücklich sind. Ja, hier, ja, aber dann so. Und in einer Beziehung, die wirklich harmonisch ist, willst du alles für deinen Partner machen, damit er glücklich ist und umgekehrt. Man will ja, dass es dem anderen gut geht. Und eine Harmonie schaffen. Und zwar so, die Frau für sich in ihren Aufgaben und der Mann für sich mit seinem Verantwortungsbereich. Ja, Männlichkeit, Rückgrat, hinstehen. Ja, diese Dinge. Und jetzt auch da wieder, nochmal, ich muss es ergänzen. Ja, bedeutet das jetzt, dass die Frau nicht kein Rückgrat hat und nicht hinstehen muss? Hey, Anton, nein, natürlich. Aber dann sind ja beide genau gleich. Der Mann muss mutig sein, dann soll die Frau nicht mutig sein. Doch, natürlich. Es würde bedeuten, Yin und Yang sind genau gleich. Nein, natürlich nicht. Aber jeder in seinem Bereich. Und das ist es, oder? Was heute so chaotisch ist. Und deshalb gibt es eine Ordnung, eine Naturordnung. Und genauso gibt es eine Ordnung, damit etwas harmonisch ist. Alles, was in Unordnung ist, ist nicht mehr harmonisch, nicht mehr synchron. Ja? Und genauso ist es in einer Beziehung. So, und Yin und Yang sind nun mal nicht gleich, sondern, das ist wichtig, es ist eine Energie, Qi oder Qi oder Qi, ja, Qi kann man ja heute nicht mehr sagen, weil was sind noch, kann man sagen, Qi ist ja heute die künstliche Intelligenz, oder? Also Qi, besser, ja, Qi, Chinesisch von mir aus. Qi, eine Energie. Aber Energiebereiche wie Yang, Zusammenziehung und Yin, Ausdehnung. Der Mann ist mehr physisch aktiv, mehr das Yang, mehr, ja, da, hier. Und die Frau ist mehr Yin. Yin ist deswegen überhaupt nicht schwach. Also, das ist so wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, etwas gegeneinander auszuspielen. Ganz im Gegenteil. Und das ist der Punkt. Um Mann und Frau wieder zusammenzuführen. Was ist der Punkt, um Mann und Frau wieder zusammenzuführen? Wie können wir wieder Harmonie schaffen und Mann und Frau wieder zusammenführen. Ganz sicher nicht, indem wir einfach nur, Betonung, nur die Männer stärken oder nur die Frauen stärken. Frauenbewegung, Männerbewegung. Nein, das ist von außen so gesteuert. Das ist die Matrix, Frauenbewegung und Männerbewegung. In einer gesunden Gesellschaft und gesunden Familie gibt es Zeiten, wo die Männer zusammen am Lagerfeuer sitzen und die Frauen für sich sitzen. Das ist sehr wichtig, um die Männlichkeit zu stärken. Wenn ich ein Eisbad nehme oder in der Kälte bin, dann habe ich nicht gleichzeitig noch warmes Wasser. Da habe ich nur kalt, Yin, kalt, Yin. Dann ist nur dieses Element, weil ich das stärken will. Und wenn ich den Berg hochrenne und meine Kondition verbessern will, dann habe ich nicht gleichzeitig noch ein Motorrad dabei. Nein, dann geht es nur, natürlich, jedes Yang hat ein bisschen Yin und umgekehrt. Um die Dinge zu verstehen, muss ich es vereinfachen. Dann geht es um das Yang-Element zu stärken. Und bei den Frauen geht es darum, das Yin-Element zu stärken. Und diejenigen, die jetzt da bei YouTube so groß geworden sind und so, diese Männerbewegung, ja, ein Mann muss das und er muss für seine Familie sorgen, das ist alles gut. Was machst du, wenn ein Mann krank wird oder verletzt ist und alt ist? Dann hat er diese Männlichkeit nicht mehr so, wie sie sich das vorstellen. Männlichkeit bedeutet ja, irgendwann ist er erwachsen und hat dann diese Männlichkeit, hat ein 90-jähriger Mann, ein 90-jähriger Mann,
Hat er diese Männlichkeit noch? Das kommt darauf an, wie du Männlichkeit definierst. Und genauso ist es wichtig, auch da gibt es verschiedene Stufen. Männlichkeit, wenn man jung ist, ist eine andere Männlichkeit als für einen 90-jährigen Mann. Und Weiblichkeit für eine 20-jährige, 30-jährige, 40-jährige Frau, von mir aus 50-jährige, ist anders, aber machen wir alle, damit es verständlich ist, Weiblichkeit für eine 20-jährige Frau ist anders als Weiblichkeit für eine 60-jährige, 80-jährige, 90-jährige Frau. Und trotzdem würde man nicht einfach sagen, die Frau hört jetzt auf, weiblich zu sein, weil sie Sexappeal nicht mehr hat. Nein, aber das ist die Entwicklung im Leben. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Und das hat eben mit Reife zu tun. Und nicht einfach nur eben so sektionsweise, das ist jetzt Männlichkeit und das ist jetzt Weiblichkeit. Ja, das sind verschiedene Lebensabschnitte. Und das ist auch wichtig zu verstehen, diese Dinge zu leben. Und deshalb lebt ja auch in den Normalfällen eine 70-jährige Frau auch nicht mit einem 20-jährigen Partner zusammen, weil sie nicht die gleichen Lebensabschnitte teilen in dem Moment. Sie hat es schon erlebt und so weiter. Natürlich. So, und das ist so wichtig. Und um eben Mann und Frau zu stärken und zusammenzuführen, ist es so, dass sie gemeinsam erkennen müssen, was ist die Matrix? Was ist die Matrix? Denn wenn einer der Partner voll auf Matrix-Linie ist und sich jetzt hat spritzen lassen und der eine überhaupt nicht, dann wird es schwierig. Also, es ist wichtig, die gleiche Lebensansicht zu haben. Nicht wie ein Roboter, alles genau gleich, ist ja ganz klar. Aber dann bist du schon sehr, sehr weit. Um das geht es. Die gleiche Lebensansicht und die gleiche Weltsicht zu haben und zu wissen, das ist gesteuert, wir wissen, um was es geht. Dann nehmen wir uns gemeinsam raus und gehen gemeinsam diesen Weg. Dann sind wir in Harmonie und nicht einer da, dann wird es nicht synchron, das funktioniert nicht. Das ist das Erste, was passieren muss. Und dann, das bedeutet, sich gemeinsam zu unterstützen, aus der Matrix zu befreien und einfach sagen, Frauen an den Herd, Männer raus. Das ist völliger Blödsinn. Und es war auch noch nie so. Die Frauen haben immer mitgearbeitet. Immer. Vielleicht hat eine Frau dann, wenn die Kinder älter waren, sie gesagt, ja, ich mache jetzt noch Schneiderei oder ich habe mich perfektioniert auf, ich mache handgemachte Schuhe oder ich habe, heute kannst du eine Software entwickeln. So, darum geht es ja gar nicht. Frauen haben immer mitgeholfen. Ich weiß nicht, wer diese Erfindung hat, Frauen. Nein, aber jeder hat seinen Bereich. Weil Frauen können diese Dinge viel besser als Männer. Und umgekehrt, Männer können die anderen Dinge besser. Also das Wichtigste ist, gemeinsam sich aus der Matrix befreien und einen eigenen gemeinsamen Weg finden. Und dann viele Leute, so viele Leute wie möglich finden, die den gleichen Weg teilen. Und dann bekommt es eine Eigendynamik. Das ist das Wichtigste. Ich gebe dir noch ein wichtiges Stichwort dazu. Gesunde Ernährung. Ja, warum ist es so wichtig, dass die Frau, im optimalen Fall, so nicht einfach nur gesund, ich kann es heute nicht mehr so, so nicht einfach gesund, sondern sehr, 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 sehr gesund kocht und auf diese Dinge achtet. Warum? Weil nur mit einer gesunden Ernährung bekommst du gesunde Kinder, einen gesunden Mann. Und wichtig ist es, die gleiche Ernährung, das Gleiche zu essen am Tisch, dankbar zu sein für die Nahrung, das Gleiche zu essen. Pass auf, aber wenn du für den Mann die gleiche wie ein kleiner Spatz hier so eine kleine Portion machst, dann hast du auch so einen kleinen Mann. Und wenn du für deinen Mann so Yang und Yin, so Yin-Nahrung kochst und du ihm die ganze Zeit nur, ja, so, dann wird er viel zu schwach und zu Yin. Das heißt, das gleiche ja, aber für den Mann größere Portion, bisschen mehr Salz, bisschen mehr Yang. Und wenn jetzt jemand Yin und Yang und Säuren und Basen und die fünf Elemente und das auch fünf Kitrums nicht kennt, das sollte man lernen. Diese Grundlagen, weil das ist die Ordnung im Universum. Zu wissen, was ist überhaupt gesund.
Und zu wissen, was ist überhaupt nicht gesund. Sonst kann ich mich ja nicht aus der Matrix befreien und wissen, ich kaufe das nicht, weil das macht mich krank. Warum? Jetzt kommt der Punkt. Die Qualität unseres Blutes, und unser Blut ist aus unserer Nahrung gebildet, die Qualität unseres Blutes bestimmt die Qualität unserer Zellen. Und jetzt? Die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Jetzt geht es nicht um Mann oder Frau, sondern um alle Menschen, Mann und Frau, eben zusammenzuführen. Und die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, bedeutet der Zellen, 50% der Zellen, nein, 100% der Zellen. Das bedeutet, wenn deine Mitochondrien geschwächt sind, das sind deine Zellen, welche deine Zellen? 50%, 100% deiner Zellen sind geschwächt. Unser Darmmikrobiom, so viele Hormone werden auch im Darm gebildet. Bei den Frauen Progesteron. Das ist ein aktuelles Thema. Das ist interessant. Weißt du, dass zum Beispiel die ganzen PMS, prämenstruelles Syndrom, schlechte Laune, an die Decke gehen, gereizt sein und so weiter, gab es so früher nicht. Behaupte ich einfach, wenn ich mit vielen älteren Menschen spreche, die auch noch ihre Großeltern kannten und noch. Deshalb machen sie die Menschen alle dement mit Fluorid, damit du als junger Mensch die ältere Generation nicht mehr fragen kannst, wie war es denn wirklich aus Lebenserfahrung? Das ist die wichtigste Erfahrung überhaupt. Und ja, wie war es denn wirklich früher? Und wenn wir die Entwicklung sehen, dann sehen wir, wie ist heute, wie war es früher. So. Und jetzt habe ich kurz den Faden was verloren. Wo, was war da noch? Wegen PMS auch. PMS, sorry, genau, PMS. Sorry, genau. PMS, danke. Ist es so, warum so viele Frauen sammeln? Ich habe gesagt, früher hatten die das nicht. Warum nicht? Die Pille, die sexuelle Revolution auch. Ganz genau. Die Nahrung hat sich sehr verändert mit den Hormonen auch, die Zusätze, Pestizide, Fungizide. Ganz genau so ist es. Und die Pille für viele Frauen, die das könntest du, das ist etwa wie, wenn ich das so verallgemeinert sage, ja, fast alle Frauen haben Progesteronmangel. Ja, kann man das so? Fast alle, weißt du warum? Weil, oder zumindest alle, die die Pille nehmen. Und Nebennieren sind geschwächt. So viel Stress, es wird zu wenig gebildet und so weiter. Dabei ist dieses, auch diese Theorie, ja, Testosteron sind männliche, natürlich, weil die Männer mehr davon haben und Östrogen ist das weibliche. Beim Mann Estradiol, also das ultrasensitive Östrogen, E2, Estradiol und so weiter. Wir Männer haben das genauso. Progesteron. Viele Männer haben Progesteronmangel, weil Progesteron ist das zweitwichtigste Hormon beim Mann. Und bei der Frau, und übrigens, das kann man so schön darstellen, Progesteron, dieses weibliche Sexualhormon, Progesteron ist das körpereigene Valium. Das körpereigene Valium. Ah, Valium könnte ich brauchen, wenn ich PMS habe und an die Decke gehe und gereizt bin und einmal im Monat so krasse Symptome. Progesteronmangel. Warum Progesteronmangel? Weil die Pille genommen wird, weil das Darmmikrobiom kaputt ist durch so viel Zucker, Alkohol ist fermentierter Zucker und so weiter. Genauso verallgemeinert können wir sagen, ja, heute haben fast alle Menschen Vitamin D3, K2, Magnesiummangel. Verallgemeinert. Heute haben fast alle Männer tiefe Testosteronwerte. Verallgemeinert. Warum? 50% der Menschen bilden Krebszellen. Tatsache. Und wenn jetzt eine Zuschauerin, auch für die Männer, die nicht schlafen können und so weiter, natürlich ist es immer noch ein bisschen Symptombehandlung. Ja? Einfach dann Progesteron zu nehmen, die kannst du als Kapsel kann man, oder oral kann man es weniger gut aufnehmen, perkutan über die Haut schon besser und übrigens nicht synthetische Hormone, sondern bioidentische. Gibt es heute alles? Natürlich wird es so nicht propagiert von der Pharmaindustrie. Also, und die sind überhaupt harmlos. Aber die Leute trinken jeden Tag 10 Kaffee, so viel Koffein und essen Zucker und Kuchen und alles und was auch immer, machen sich eine Chemotherapie, lassen sich hier spritzen, damit sie in die Ferien können. Und wenn es darum geht,
Ja, aber Hormone sind gefährlich. Ja, nein, sind bioidentische. Es gibt ja fast nichts Harmloseres. Ja, nicht ganz so, aber das funktioniert. Also, oral geht es nicht so gut, wird nicht so gut aufgenommen und manchmal haben die auch nicht so gute Inhaltsstoffe vom Fett her. Und über die Haut kann man es machen. Oder was sofort funktioniert, über die Schleimhaut. Rektal. Machen viele. Die Frauen, wenn sie schwanger werden wollen, ein bisschen Progesteronkapsel oder vaginal. Aber das funktioniert. Und das ist nur ein Thema von so vielen. Nochmal, Progesteron ist das körpereigene Valium. Es ist auch wunderbar, wenn man weiß, okay, aha, deshalb bin ich so gereizt, deshalb. Das bringt natürlich nichts, jetzt sagen, ja, jetzt nehme ich Progesteron und dann werde ich so geerdet, entspannt. Das macht so viel im Körper. Und ich sage dir, das funktioniert auch beim Mann. Es gibt keine bessere Schlaftablette. Das wird die neue Generation von Psychopharmaka. Natürlich, wenn sie es patentieren und da noch ein Ester und da noch ein Stoff dazu. Und dann wird es teuer, dass niemand bezahlen kann. Du kannst einfach sagen, geh doch einfach zum Gynäkologen, auch als Mann oder über die Frau, und kannst heute sogar online, ich weiß nicht, oder mit Rezept, nimmst du Progesteron. Das ist nur ein Beispiel. Bringt aber nichts, natürlich zu sagen, es bringt schon, aber das wäre gefährlich wieder. Einseitig ist nicht ganzheitlich. Ja, ich esse genau gleich ungesund weiter. Ich nehme einfach am Abend, damit ich ruhig schlafen kann. Ich sage dir, das funktioniert wunderbar. Und es ist gesund. Also, aber das heißt eben nicht auch da wieder einfach die Hormone ausspielen und sagen, nein, das ist etwas Schlechtes und so weiter. Nein, mit dem heutigen Wissen haben wir alle Möglichkeiten. Und du siehst ältere Frauen, die sich damit auskennen, die ganz schöne, gute Haut haben, ein schönes Hautbild. Ja, genug Progesteron, ausgeglichen, harmonisch und so weiter. Progesteron. Also, und genauso wie beim Vitamin D3, K2, Magnesium, wie bei Testosteron, bei Progesteronmangel. Fast alle. Genauso wie so fast alle Frauen, die die Pillen nehmen, Zysten haben. Grausam, oder? Das ist wirklich so schlimm. Also, und das ist alles die Agenda. Und wie können wir das alles wissen? Gemeinsam. Raus aus der Matrix. Gemeinsam Bücher lesen, Internet. Wir können heute alles finden. Gemeinsam sich befassen und dann einen Plan machen. Gemeinsam. Was ist denn der Plan? Wo wollen wir hin? Okay, wir wollen das, ein Haus, Kinder, das, das, das. So, check, planen und dann niemals aufgeben. Weiter daran arbeiten, weiter arbeiten. Genauso in diese Richtung. Und dann als Frau den Mann unterstützen, damit er in seiner Young-Kraft ist. Und der Mann seine Frau unterstützen in ihrer Weiblichkeit. Aber nochmal kurz zurück. In der heutigen Zeit, für alle, die jetzt gerne die Jammerspirale haben, die Jammerarbeitsspirale. Ja, das geht heute gar nicht und heute müssen beide arbeiten. Das ist keine Jammerarbeitsspirale. Bisschen ja, aber das stimmt ja sogar. Heute ist es ja gar nicht mehr möglich für die meisten. Ja, warum ist es nicht mehr möglich? Sind wir wieder ganz am Anfang? Das ist die Matrix. Wer profitiert denn davon? Das ist die Matrix. Also, heißt es, den Mann oder für die Frau soll den Mann so gut unterstützen und für ihn so gesund kochen und ihm alles, damit er seine Träume verwirklichen kann und umgekehrt, damit er erfolgreich wird im Business, etwas aufbauen kann und doppelt so viel nach Hause bringt. Wenn jetzt jemand sagt, das ist nicht mein Ziel, ich will gerne auf der Straße leben, ja, nein. Und Nina, schau dir mal an, wie oft schlecht über Geld geredet wird. Schlecht über Geld. Geld ist dreckig. Denkst du, für die reichen Leute ist Geld dreckig? Nein, weil die zahlen auch nicht mit dreckigem Papier, was jeder auf einer Raststätte, auf der Toilette schon in der Hand gehabt hat. Ja, da ist es physisch wirklich dreckig und Kokain und Spuren und alles dran. Das ist ja ganz klar. Aber die denken nicht, Geld ist dreckig. Nein, das Menschenvieh soll denken, Geld ist dreckig. Die Ist ein Mittel. spirituelle Szene ist gefüllt damit. Also vor allem dort begegnen mir viele Menschen, die genau den ja, schlechten Glauben einfach über Geld haben. Und dort ist alles, was von Gott kommt, soll kostenfrei sein. Sie wollen nichts zahlen und verdienen mit Arbeit, die den Menschen weiterhilft. Das kann man ja nicht machen. So, das ist der Glauben. Funktioniert ja gar nicht. Das ist eine wirklich eine kranke Haltung und ich sage dir genau warum. Wenn du das ganze zivilisatorische abschaust, was denkst du, wie das eben vor 500 Jahren war? Oder wenn die Krise zupackt,
Ja, ich will nichts dafür tun. Ich weiß nicht, woher diese Einstellung kommt. Du kannst gar nicht nichts dafür tun. Und das ist auch wieder, die ganze Esoterik-Szene ist zum großen Teil unterwandert, ja, und fremdgesteuert von der Matrix. Fremdgesteuert auch da. Du kannst es nochmal aussieben und aussieben. Das ist wie jetzt mit Elon Musk. Ja, Elon Musk hat das und das gemacht. Nein. Wenn wir wissen oder die Agenda und vor allem die Agenda kennen, wofür er steht und was er gemacht hat. Ja, Tesla. Erstens hat er Tesla nicht erfunden und hat auch die Firma Tesla nicht gegründet. Und Nikolai Tesla, der Serbe, der die freie Energie den Menschen zugänglich machen wollte. Nikolai Tesla, das, was Elon Musk mit Tesla den Menschen verkauft als Tesla, das sind dreckige Batterieautos, die schwerer sind als unsere Benziner und Dieselmotoren. Und wo gibt es am meisten Feinstaub in den Städten? Von den Reifen bei schweren Fahrzeugen. Und sind nun mal die Batterieautos. So sieht es aus. Die meisten Leute haben die Fakten nicht. Aber das sind alles Dinge in der Matrix. Und genauso, wie du das vorhin gesagt hast, diese ganze Esoterik-Szene ist so unterwandert. Und die haben sich auch in die Irre leiten lassen. Woher kommt die Idee, nichts tun zu wollen? Das ist krank. Als gesunder Mensch, als Mann, als Frau hast du einen Tatendrang. Ein Drang, du kannst gar nicht am Morgen aufstehen, heute habe ich keine Lust. Das ist krank. Und was bedeutet krank? Krank bedeutet, du bist aus der Ordnung, aus der natürlichen Ordnung, aus dem natürlichen Gleichgewicht. Ja, schwach aus dem natürlichen Gleichgewicht. Ein gesunder Mensch hat einen Tatendrang. Ein gesunder Mensch hat dieses Grundvertrauen in seine Pläne. Und Vertrauen, habe ich schon oft erklärt, ist nichts anderes als eine Herzensangelegenheit. Und ein Tatendrang, geführt von dieser Herzensangelegenheit, genau in diese Richtung gehen wir. Da wird gar, ja, aber denkst du, wir können die Welt verändern? Denkst du, wir können, da wird gar nicht diskutiert. Machen wir einfach. Was für eine Scheißfrage. Was denkst du, wir können? Wir machen es einfach. Es wird gar nicht diskutiert. Und genau das ist wichtig, diese Haltung. Und selbst starke Menschen sind sogar noch dann in ihren, wenn sie die tiefsten Burnout wären und sind sie stärker als so. Und das ist es. Und die Freiheitsbewegung, die wirklich ehrlichen Menschen, die wirklich ehrlich etwas tun wollen, die sind einer ist stärker als 10 in der Matrix. Weil die Wahrheit ist viel stärker. Weil dein Vertrauen und die Herzensangelegenheit. Zum Beispiel, das ist wie in einem Boxkampf oder irgendwo in einem Wettkampf, Boxkampf, ein alter Boxer, der satt ist, der das nicht mehr unbedingt muss. Es ist nicht mehr seine Herzensangelegenheit, diesen Kampf zu gewinnen. Sein Tatendrang, es ist ein Drang, ein Tatendrang. Der junge Boxer gewinnt in diesem Fall immer, kannst tausende Boxkämpfe anschauen. Warum? Weil er hat diesen Tatendrang, wie den Berg hoch. Er will um jeden Preis gewinnen. Dieser Tatendrang. Das heißt, wenn jemand wirklich in dieser Kraft ist, dann wird er gewinnen. Gewinnen, ohne andere zu benachteiligen. Gewinnen so, dass alle mitgewinnen können. Und nicht nur egoistisch gewinnen. Das ist egozentrisch. Das ist schlecht. Ja, also, das ist das Wichtigste, sich gegenseitig, oder gegenseitig ja, zusammen aus der Matrix nehmen, gegenseitig unterstützen, weil einfach nur Frauen an den Herd, Männer draußen, nein, reicht vom Geld nicht. Das heißt, wir sind in einer Übergangszeit und was machen wir jetzt eben gemeinsam? Und das heißt, ja, und die Frauen müssen genauso mithelfen. Und das ist es, die wahre Weiblichkeit. Und sich gar nicht mit eben das kranke Zeug nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, sondern eigene Leute um sich und einen eigenen Kreis und Freundeskreis und Geschäftsbereiche aufbauen. Und dann wächst dieser Bereich immer mehr. Wir wollen ja in diese Bereiche investieren. Dann interessiert uns das doch gar nicht. Das ist wie wenn du vor 10 Jahren irgendwo, wenn ich alleine mit 10 Leuten an einem Tisch bin, ich alleine, du bist ein scheiß Verschwörungstheoretiker, ein Spinner, ein Schurmer. Jetzt sind wir schon zu sechst am Tisch und
Nur als Beispiel und nur noch vier, die denken, ja, aber seid ihr jetzt alle verrückt geworden? Und dann werden sieben, acht, neun, werden es nie, es werden nie alle. Aber es reichen schon 30%. Und genau so sieht es ja auch aus. Das ist es. Und die anderen, die sowieso alles mitmachen und mit dem Strom schwimmen, denkst du sie, nein, nur wenn du gegen den Strom schwimmst, wirst du stark, immer stärker und kommst in frisches Wasser. Ja? Also, das ist es. Und die anderen sind sowieso schon schwach und werden immer schwächer. Da orientieren wir uns nicht. Man muss eigene Wege gehen und das Wichtigste eben, Respekt und gemeinsam Dinge, einen gemeinsamen Plan haben. Und wenn sich herausstellt, ja, wir haben ja überhaupt nicht die gleichen Lebensziele und Pläne, weg. Muss jemand haben, wo du die gleichen Ziele hast. Ja, es war. Es bringt dir nichts, an irgendetwas festzuhalten. Man muss nicht versuchen, jemanden zu ändern. Weißt du, wie viele Männer das schätzen würden, eine Frau, die diesen Mann respektiert und umgekehrt? Das ist, müssen nur die richtigen Menschen wieder zusammenfinden. Und ich denke, das Genau. passiert auch in dieser Zeit. Ja, da wollte ich genau nur nachfragen, wegen dem Verliebtsein, ob das dafür ausreicht, um mal gesunde Beziehungen einzugehen oder ob man eben genau hinschauen soll und auch die richtigen Fragen stellen einander. Zum Beispiel mal rausfinden, was hat man überhaupt für gemeinsame Werte, für Lebenseinstellungen, für Lebensweise und auch für Weltbild. Ja, das ist auch ein, das ist wirklich so ein tiefer Bereich der Matrix. Verliebt sein. Was bedeutet das? Rosa-rote Wolken, du kannst nicht klar denken. Das ist schlecht. Und dann sagen manche Leute, ja, ich will ihm am Anfang noch nicht sagen, dass ich eigentlich Kinder will. Oder er sagt, ich will, und ich will ihn noch nicht mit ihm. Warum? Warum verstellst du dich? Oder ein Mann, der öffnet der Frau die Türe und hilft ihr, die Jacke anzuziehen. Er wird das sein Leben lang nicht mehr tun, weil die Leute sich verstellen und denken, die Männer vor allem verstellen sich, die Männer verstellen sich so stark in diesem Fall und gehen auf die Knie. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Das selbst wie willst du mich heiraten und gehst auf die Knie? Das ist ein guter Start für eine Ehe, auf die Knie gehen. Das heißt überhaupt nicht. Das ist auch da, ich muss es wieder richtig mal stellen. Wenn ein Mann auf die Knie geht, kannst deinem Partner die Füße waschen. Kannst deinem Partner, darum geht es gar nicht. Es geht um die Haltung, wie wir etwas machen. Du kannst auf die Knie gehen. Willst du mich bitte heiraten? Warum bitte? Willst du es nicht auch? So, also darum geht es nicht. Es geht um die Haltung. Wie machen wir etwas? Männlichkeit und Weiblichkeit. Und es geht auch, ist auch falsch zu denken, ja, ein Mann ist nur ein Holzpflock. Nein. Also, wir wissen das alle, um was es geht. Vielleicht nicht alle. So, und dieses Verliebtsein. Das ist ein Teil der Matrix. Nein, es geht darum, und früher war das gar nicht so, es geht darum, und wenn das Verliebtsein weg ist, ja und dann? Nein, wenn man das für sich so definieren möchte, dann hast du auch noch 20, 30 Jahre dieses Verliebtsein. Aber es ist nicht die gleiche Energie. Und wenn man von Anfang an ehrlich ist und sagt, oh, wir haben ja die gleichen Ideen. Wir haben die gleichen Ziele, wir haben den gleichen Weg, wir wollen das machen und dann ist es das größte Geschenk überhaupt, wenn zwei Menschen sich finden und sagen, wow, schau mal da draußen, es ist schwierig, jemanden zu finden, der, und dann bist du synchron, oder? Dann sie, das ist das Beste, was überhaupt passieren kann. Also, und dieses Verliebtsein funktioniert ja gar nicht. Wenn es funktionieren würde, dann die meisten Menschen gehen ja sofort wieder auseinander. Ja, das ist ein Probieren und Tschüss und weg. Und das ist auch schlecht für die Energie, das sollte man nicht machen. Also, und viele Männer fragen in diesem Fall, ja, wie soll ich eine Frau kennenlernen? Und sie haben kein Selbstwertgefühl und so weiter. Und die Antwort lautet, erstmal gar nicht. Du musst nicht in so einem Zustand eine Frau kennenlernen. Zuerst musst du dich ausbilden als Mann. Und das ist alles nicht passiert vorher. Weil die Vaterfigur nicht da war, weil das Männliche nicht ausgebildet wurde. Warum haben so viele Männer gerne so dominante Frauen? Ist nicht stark, dominant und egozentrische Frauen. Warum? Die dickere Beine und muskulösere Dinger und so richtige, diese Fitnessmodels oder auch so, wie auch immer, weil sie selber zu schwach sind. Ein starker Mann fühlt sich nicht angezogen von. Niemand soll sich da bitte betroffen. Das ist generell. Ich will damit sagen,
Ein Mann in seiner Männlichkeit, dir muss seine Männlichkeit stärken, damit er, dann ist er dieses Plusmagnet. Plus als Beispiel, ja. Und die Frau in ihrer Weiblichkeit, dann zieht sich das an. So, und das kann man stärken. Und ja, dieses Verliebtsein ist wirklich ein Teil der Matrix und das führt zu nichts. Viel wichtiger ist, gemeinsame Ziele zu definieren, gemeinsame Träume zu haben und zwar immer und dann gemeinsam zu wachsen. Das ist sehr wichtig. Das ist es. So, eine Frage habe ich jetzt noch zu dem Thema Alpha Plus Magnet oder wie oder Plus Magnet Alpha Männer. Da gibt es auch viele Informationen, dass zum Beispiel die Männer stärkt es und auch deren Testosteronlevel, wenn sie ganz viele Frauen haben. Was sagst du dazu? Ist das gesund? Stärkt es sie wirklich? Nein, das glaube ich nicht. Erstens mal stärkt es nicht dein Testosteronlevel, sondern das hat einen ganz anderen Hintergrund. Diejenigen, die das erzählen, diejenigen Männer und Männer mit ihren bekannten YouTube-Kanälen, die so etwas erzählen, die erzählen auch, es war schon immer so, dass die Männer Conqueror, Conqueror, also wie sagt man, Angriff, oder erobern, sagen sie viele. Ja, genau, so, Conqueror, Eroberer waren und schon immer, übrigens, die nordischen, in den kalten Regionen, die nordischen Länder haben immer die südlichen Länder im Grunde überfallen. Mehr Yang und im Süden mehr Yin, oder? Das Yang ist immer mehr kämpferisch, also das männliche, oder? Das harte Yang. So. Und das hat einen ganz anderen Hintergrund. Diejenigen, die so etwas erzählen, die erzählen eben auch, ja, Männer waren schon immer kriegerisch und hätten schon immer zum Ziel gehabt, eben wie die Könige, das ist das Männliche, andere zu übervorteilen, zu überfallen und möglichst viel Macht zu haben. Das ist denjenigen ihr Weltbild, die so denken, das sei schon immer so gewesen, weil diejenigen Männer und mit ihren YouTube-Kanälen, die so etwas erzählen, die haben das einfach blind übernommen. Das ist genauso Teil der Matrix. Natürlich nicht. Und es gibt aber einen Unterschied. Natürlich ist es mehr für die jungen Männer so, dass die auch mal mehr was ausprobieren und wie auch immer. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Mann 100 Frauen gehabt hat oder eine Frau 100 Männer gehabt hat. Ist ein Unterschied, selbstverständlich. Und die Männer gehen ganz anders damit um als die Frauen. Aber das tut der Tatsache nichts ab, dass diejenigen, die so etwas erzählen, das einfach aus der Matrix übernommen haben. Weil natürlich ist es so, eben das Kämpferische, aber Kampf und Krieg sind nochmal, ist nochmal ein großer Unterschied. Und dann, wenn du die Geschichte kennst, unsere kleine Farm vom Schauspieler, der auch in der Serie den Engel gespielt hat, ein Engel auf Erden, Richard London, unsere kleine Farm. Ja, was hat er gemacht? Er war Farmer mit seiner Familie und so weiter. Hat niemandem geschadet. Wie die Amish, jetzt als Beispiel. So. Und die meisten Menschen sind ja so. Ja, die 1%, die ganz wenigen, die Könige, die Verbrecher, die Psychopathen, die andere Länder nicht angegriffen haben, sondern doch angegriffen haben, sondern angreifen haben lassen. Durch die Menschen. Warum? Die Soldaten, die Männer. Weil sie die so dogmatisiert und infiltriert haben. Das ist auch Teil der Matrix. Weil ein Mann, der in seiner Harmonie ist und das Leben versteht und ausgebildet wurde von einem guten Vater oder seinen älteren Lehrer, der greift nicht andere Länder an und beutet sie aus. Das ist also Teil der Matrix. Das ist eine völlig blöde Aussage, nein. Und das muss jeder junge Mann für sich selber entscheiden. Und natürlich nochmal, das stimmt, es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Mann seine Erfahrungen macht, als eine Frau. Und es geht auch nicht darum,
Oder? Das ist sehr wichtig. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber zu sagen, ja, das sei für den Mann gut und der Mann solle da fremdgehen und immer seine Dinge, das ist deren Verständnis. Die können das glauben. Das meinte ich, habe ich vorhin, das ist wichtig zu verstehen. Das ist deren Weltbild. Aber diese Männer mit diesen YouTube-Kanälen, die werden dir auch nicht die Naturgesetze und die Naturordnung erklären und lehren und auch nicht ihren Kindern. Die haben genau diesen Teil übernommen. Ah, Männer sind Opfer, programmiert, Männer müssen wir stärken, Männer da, Alpha, wie auch immer. So. Und Muskulaturen, Stärke und wie auch immer ein Mann und Alpha, das, was die zeigen, ist nicht nur, es gibt viel Gutes, was da gesagt wird, wie ein Mann sei so mit Rückgrat. Weißt du was? So funktioniert auch Manipulation. Viel Gutes. Und hier ist die Manipulation. Aber da ist ja viermal Gutes, fünfmal kann ja gar nicht. Die Zahnpasta schmeckt süß, ein bisschen mehr. So ein trojanisches Pferd. Und dann schleust du über deine Mundschleimhaut Fluorid in deinen Organismus. Hochgiftig, hochgiftig. So, und so funktioniert eben Manipulation. Eingeschleust. Das ist wie, ja, das ist ein Teil der Matrix, die so funktioniert. Und die haben genau das so übernommen. Und nochmal, eben nicht alles ist schlecht, was die sagen. Da gibt es gute Dinge. Und die kann man ja auch so übernehmen und daraus lernen. Das ist Männlichkeit. Aber dieser Bereich sicher nicht. Ja, wie bei allem ganzheitlich draufschauen, alle Bereiche beleuchten und genau beobachten, was man übernimmt oder was man überprüft lieber. Ja. Danke, dass du dabei warst. Danke auch. Für mehr Leuchtkraft-Inspirationen kannst du gerne den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Du findest unter den Videos meinen Telegram-Kanal und über meine Website kannst du gerne meinen Newsletter bestellen. Bis zum nächsten Mal bei Leuchtkraft TV.